So, heute zeige ich die Deutsche Brustzoo-Kapselmaschine von Krups im Modell Mini-Mi Automatik. Nachdem die alte Maschine kaputt gegangen ist, in dem Sinne, dass der Wasserbehälter gebrochen war und die alte Maschine noch keine Automatik hatte, habe ich mich jetzt hier für ein neues Modell entschieden, welches dann eben auch die Automatikfunktion hat. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Und gucken mal, was es erwartet. Ein Welcome-Paket. Da werden ein paar Kapseln drin sein, mit verschiedenen Sorten. Da. Die lege ich mal hier hin. Eine Bedienungsanleitung. Und ich mache das Gerät drauf. Ein rotes Anschlusskabel, das ist neu, das hatte ich so auch noch nicht. Hier ist der Tropfauffangbehälter. Und viel mehr Einzelteile gibt es auch gar nicht. Wir haben hier den Wasserbehälter, den man ganz schnell auffüllen kann und wieder reinsetzen kann. Wir haben hier den Automatikeinsteller. Die Menge stellt man dann entsprechend mit diesem Schalter ein. Die Vorgaben findet man auf jeder Kapsel. Das sehen wir auch hier auf den Kapseln drauf. Zwei Striche hier werden hier empfohlen. Dann kann man hier entsprechend auf die zweite Stelle stellen von unten und dann das Gerät einschalten. So, hier klappt man das Ganze hoch, um es zu entriegeln. Hier kommen die Kapseln rein. Hier war jetzt ein Platzhalter drin. Kapsel rein. Riegel zu. Und das Gerät dann einstellen, damit der Druck aufgebaut werden kann. Hier ist der Schalter für warm und kalt. Meiner Empfindung nach schafft die Maschine es nicht, ganz heißen Kaffee zu machen. Daher kein kaltes Wasser in den Wasserbehälter reinfüllen, sondern aus meiner Sicht schon warmes bis heißes Wasser.